Ich war schon immer ein Amateurfotograf gewesen. Also ab dem 10. Lebensjahr habe ich fotografiert sozusagen. Und dann stellte sich dann sehr schnell heraus, dass die Fotografie einfach das bleibende Elixier meines Lebens wurde. Das ist eines der ersten Modefotos, die ich in Paris gemacht habe. Das ist am Palais Chaillot gemacht, also gegenüber vom Eiffelturm. Das war große Architektur, aber es war auch immer nicht so viel Trubel, sodass man da einen gewissen Spielraum hatte. Es war ja damals eben völlig anders, wie es heute war. Mode war ja geheimnisvoll. Es war ja gerade die Haute Couture war ja ein Mysterium sozusagen, ich beinahe gesagt. Wir durften nicht mit den Modellen aus der Häuserei herausgehen. Und wenn wir herausgingen aus den Häusern, dann wurde ein Leinentuch genommen, was das Kleid verhüllen musste, und es durfte nur abgenommen werden für den Moment der Aufnahme, und dann musste es gleich wieder zugemacht werden. Ich komme aus dem Journalismus. Ich habe Reportagen gemacht und Reisen auch in der ganzen Welt. Und das Element der Reportage ist auch immer oft in meinen Modebildern drin. Ich habe also immer in Doppelseiten gedacht. Hier zum Beispiel, das könnte ein Reportagebild sein. Dabei ist es ein völlig inszeniertes Bild. Hier wird es natürlich sehr viel deutlicher. Das ist in Luxor aufgenommen. Und ich entdeckte, das ist die Frau des Pharaos. Die wird immer unten nur an seinem Fuß in dieser Haltung abgebildet, und dann habe ich das aufgenommen und es ging in der Proportion genau auf und habe das Model genau in der gleichen Haltung dort unten sehen lassen. Mode ist natürlich etwas Spannendes zu fotografieren, weil Mode ist ja immer auch die Mode, das Wesen der Mode ist einfach ihr permanenter Wechsel. Also Mode ist wirklich Wechsel in Permanenz, und es ist eine Komponente. Die andere ist einfach, dass Moden auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Es gibt nie eine Mode, die sie gegen die Menschen machen können oder gegen das Gefühl der Menschen. Wir fokussieren uns auf zwei Zeitschriften, für die viel gearbeitet wird. Einmal ist es Film und Frau, die es nicht mehr gibt, die aber die Zeitschrift der 50er Jahre war. Und das zweite ist die Brigitte, aus den 60er Jahren, die erste Zeitschrift war, die ein neues Frauenbild formulierte. Die waren selbstbewusst, die arbeiteten und die waren eben auch anders angezogen. Und sie bewegten sich auch anders. Und das sind also natürlich eine ganze Reihe dabei. Ich glaube, es fängt 63 an und hört 80 irgendwann auf. Es war so, dass eben, was ich wichtig fand, war enge Zusammenarbeit, die lange Zusammenarbeit mit der Redaktion. Und das ist heute etwas verloren gegangen. Ich habe fast 20 Jahre für Brigitte gearbeitet. Und ich hatte manche Hälfte, da hatte ich 40 Seiten. Und dann bin ich aber mein Endergebnis war immer das gedruckte Bild im Heft. Mein berühmtestes Bild geworden. Ob ich will oder nicht, aber es ist so. Das ist der ursprünglich drin, in dem Kontrast dieser Rundungen, ja, die in diesem Bild sind. Also nicht, das ist ja das bestimmte Element von den Models, das Runde im Kontrast zu der klassischsten Form der Architektur der Pyramide.